Moi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück zu Ocarina of Time. Und heute möchte ich den zweiten Dungeon. Hey! Nicht runterfahren. Auch noch gerne komplettieren. Und das sollte jetzt mit unseren Mitteln, die wir haben, kein großes Problem darstellen. Denke ich mal. Weil im Prinzip, wenn man alle drei Dungeons durchgespielt hat, kann man zumindest erstmal alles auf 100% machen. Als Kind. Na klar, es gibt noch so viele Sachen, die man machen kann. Aber. Es ist halt immer so eine andere Sache, wenn man privat spielt oder wenn man aufnimmt. Und wenn ich aufnehme, dann bin ich halt darauf bedacht, dass ich euch Sachen zeige, die ja interessant sind halt. Also im Prinzip, also ich kann einfach eben abkürzen. Im Prinzip halt, dass ich so ein bisschen gemischt mache. Erst so ein bisschen Hauptquest, dann Sidequest, dann wieder Hauptquest. So ist das eigentlich immer eine ganz gute Waage, sag ich mal, ne? Und das finde ich ehrlich gesagt so auch besser. Also ich würde es mir so auch lieber angucken, als wenn ich jetzt erstmal die ganze Batterie an Sachen mache, die man als kleiner Link tun kann, was sowieso noch nicht geht. Aber das, was wir jetzt so eben easy erreichen können, das mache ich auch. Oh Gott, erstmal wieder den anderen Schild ausrüsten. Wir sind hier wieder in etwas heißeren Gefilden. So, dann komm mal her, ja, du Trollmann. Ey! Geht doch. Ja, willst du auch noch Stress? Haben wir schon fast gedacht. So, guck, dann nerven die uns wenigstens auch nicht mehr. Ja, es ist halt immer so ein bisschen doof, dass man alles wieder machen muss, aber ich denke mal, das ist verkraftbar. Habe ich eigentlich noch Dekokerne? Ja, habe ich. Sogar noch mehr als genug. Cool. Na, wichtig ist halt einfach nur, dass man. Bevor man eben wieder, also bevor man das erste Mal erwachsen wird, dass man dann eben guckt, dass man diese Dekostäbe noch eben holt. Weil sonst geht's halt nicht mehr, habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesagt. So, und jetzt ist auch das, was ich in einem der letzten Parts gesagt habe, hätten wir die Treppe runtergefahren, beziehungsweise wären den normalen Weg gelaufen, wie es ja eigentlich so üblich ist, dann wäre die Gelande nicht, wir hätten die Treppe nicht hochgekonnt und die Skulltula nicht erwischt. Oh, trotzdem noch getroffen. Wundert mich. So, guck, und ich hoffe, das ist die letzte. Müsste aber eigentlich, sonst wüsste ich nicht, wo ich noch eine finden sollte. Wir gucken. Und es war nicht die letzte. Nein, natürlich nicht. Ups. Naja, gut, speichere ich einfach mal. Warum auch nicht? Jetzt müssen wir halt wieder absolut still sein. Weil die Dinger können sich halt auch in Vasen verstecken. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich überlege auch gerade, könnte man das nicht anders machen, aber nee, es geht tatsächlich nicht. Es geht nur auf diesem Weg, den ich jetzt gerade gezeigt habe. So, weißt du was? Einfach aus Prinzip kommen, hier, zack, friss das! Jetzt krabbelt die hier das auch nicht mehr. Jetzt haben wir volle Ruhe, können uns auf die Skulltulas konzentrieren. Aber ich glaube, in diesem Raum sollten tatsächlich alle soweit eingeheimst sein. Müsste eigentlich, weil ich würde sonst auch nicht wissen, wo hier noch eine sein sollte, ne? Kann sein, dass ich hier noch eine vergessen habe. Das will ich nicht bezweifeln. Wir gucken jeden Raum so ein bisschen nach. Aber ne, hier war auch nichts. Hier war ja nur die Schatztruhe. Wir gucken uns nochmal trotzdem ein bisschen um hier. Mit den Decken, die bis ganz nach oben gehen. Soweit kann Link nicht mal gucken. Aber gut, hier krabbelt's nicht. Hier ist soweit auch alles cool. Schön. Jetzt muss ich aber echt nachdenken. Wo war die denn noch? Ich glaube, also zwei habe ich locker vergessen. Jetzt habe ich ja schon eine davon erreicht. Das heißt, im Umkehrschluss. Ich glaube, hier im Hauptraum waren keine drin. Soweit ich mich erinnern kann. Könnte natürlich sein, dass hier welche waren. Das würde ich sogar als plausibelste Option wählen. Aber ich weiß halt wirklich nicht mehr wo, ne? Ja, und guck, es ist natürlich alles wieder zurückgesetzt. Ist ja auch klar, ne? Und Dungeon einmal verlassen. Was willst du, Mann, hä? So. Gut, aber hier ist auch soweit alles still. Schön. Ja, es ist ja auch nicht so, dass der Dungeon jetzt übermäßig groß ist. Also ist es ja nicht. Ja, man hört schon ein bisschen was, aber das sind die Fledermäuse, die flattern. Gott, es ist halt.
Das mit den Skulpturlösser tue ich mich grundsätzlich schwer mit. Ich kann mir die Lokationen in den Dungeons speziell nie wirklich merken. Ich weiß auch nicht warum, aber es geht einfach nicht. So, dann könnte hier noch einer drin gewesen sein. Hoffe ich mal. Oder habe ich mehrere vergessen? Nee, eigentlich nicht. Aber hier ist soweit auch alles still. Wir gucken uns aber sicherheitshalber trotzdem nochmal wieder um. Aber nee, hier ist nichts. Alles soweit cool. Seltsam. Okay, dann hier auch nicht. War das leider auch wieder eine Pleite? Ja, das kann manchmal sein. Da läuft es überhaupt nicht mit. Was wollte ich jetzt machen? Ich muss ja hier hoch, über die Wand. Auch sehr aufmerksam, ey, du Arsch. Okay, so spielst du also. Link, du sollst keine Bomben... Nö, weißt du, das ist mir zu blöd. Ja, sicher. Das ist so richtig kacke bei dem Steuerkreuz. Das ist übelst ausgeleiert. Link, geh da bitte hoch. Link. Ja, cool. Wenn ich weggehe, dann geht er hoch. Alles klar. This is not how it works. Einmal hoch. Na komm, Link. Zieh die müden Knochen hoch. Hast ja wohl genug Pause gehabt, ne? Aber wo waren die scheiß Skulpturas nochmal? Oder die eine scheiß Skulptura? Ich gehe wie gesagt davon aus, dass es nur noch eine ist. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wo sonst noch eine sein sollte. Wir haben ja eigentlich soweit jeden Raum relativ safe abgeguckt. Oder sehe ich das gerade falsch? Weil das wollte ich gar nicht machen. Im Bossraum ist sowieso keine. Da brauche ich gar nicht drauf hoffen. Schnell hier hoch, bevor uns die scheiß Fledermäuse erwischen. Es ist zu spät. Ja. Egal. Viertelherzschaden, das kann man verkraften. Gut, dann war das auch schon mal ein Reinfall. Aber das Gute an der Sache ist, wir haben schon mal den kompletten linken Flügel abgedeckt. Fehlt nur noch der rechte. Also vom Eingang aus gesehen der rechte. Aber hier muss es nun wirklich sein. Kann auch sein, dass ich hier mit einer Bombe was machen muss, weil die Wand habe ich ja noch nicht freigelegt. Aber glaube ich auch fast nicht. Ne, es ist nur ein Mythenstein. Okay. Ist ja auch wie gesagt kein Krabbeln. Das ist immer so ein guter Indikator dafür, ob jetzt hier eine Skulptur im Raum ist oder nicht, wenn man es krabbeln hört. Aber kennt man ja auch schon spätestens seit Majora's Mask Let's Play. Es gibt auf jeden Fall noch viele Optionen, die ich habe, wo welche sein könnten oder wo eine sein könnte, aber zwei, da wird es schon echt kritisch. Wobei, das finden wir ja zwangsweise, wenn wir die Räume durchqueren. So, war hier vielleicht was? Nö, nur die Fledermäuse, die ich aber jetzt eben ganz schnell auslösche. Weil ich jetzt gar keinen Bock drauf, dass die sich entzünden. Das muss nicht unbedingt sein. Huch. Link, vorsichtig. Hier ist auch nix. Mann. Das rennt ja wieder richtig. Ne, hier ist ja auch keine. Oder war das so, dass man die hier teilweise auch nicht krabbeln hört? Ich weiß das nicht mehr. Weg. Komm, geh in deine Kollegen. Na, guck, hat sogar geklappt. Schön. Oh, dass wir echt alles normal machen müssen. Oh Mann. Aber wie gesagt, man kriegt halt die Skulptur beim ersten Mal regulären Durchspielen, kriegt man die nicht. Da musst du schon wirklich ein zweites Mal hier rein. Das nützt sonst nichts. So, komm, Link. Zeig Armmuskeln. Cool. Also, was ich mir jetzt halt noch denken könnte, dass ich die Fledermäuse hier erstmal kill, weil die nerven mich sonst nur wieder unnötig. Das wollen wir ja nicht. Ist auch nicht so gut für meine Nerven. So, wo sind wir? Ah ja, genau, jetzt sind wir in diesem Raum. Aber hier dürfte auch nichts sein. Ich höre zumindest nichts. Absolute Stille. Ja gut, hier ist nichts. Wenn alles hochkommt, müsste ich auch wieder einen Guide benutzen. Aber da will ich ehrlich gesagt nicht unbedingt drauf gehen, weil... Naja, Guides sind halt immer so eine Sache. Da strengt man sich halt kaum an. Du brauchst mir jetzt gar nicht auf die Nerven gehen hier. Naja, aber gut, das ist nur der Deku, sonst hört man das Krabbeln hören. Den Unterschied erkenne ich dann doch. Zwischen Deku und Krabbeln.
Ja, aber hier ist auch soweit alles still, bis auf die Dodongos natürlich. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ah ja, ich muss sie ja besiegen. Ah, es geht ja schnell. Immer schön am Schwanz treffen, altes Prinzip kennt man. Drei Schläge nur, das war's schon. Ob das mit einer Wirbelattacke? Bestimmt. Na, fuck! Das war absolut dämlich. Aber jetzt. Und noch einen. Ja, brauchst du gar nicht versuchen. Bringt dir eh nichts mehr. Ist zu spät. Der Zug ist abgefahren, Kollege. Ja, weil nicht mehr so viele Bomben, dann würde ich es damit machen. Ah, tut das weh? Nicht so angenehm, wa? Weißt du, was auch unangenehm ist? Dein Feueratem. Na, aber das war's jetzt eh für ihn. Kannst deinen Brüdern gerne beitreten. Oder musst du die Fackel? Ich musste die Fackeln entzünden. Habe ich noch Dekostäbe? Ich hoffe. Ja, Gott sei Dank. 20 Stück. Gott sei Dank. Frisch aufgefüllt. Ja, ich denk mit. Das war selbstverständlich alles geplant und nicht nur absoluter Zufall. Das muss man dazu sagen. Gefühlt ist eigentlich alles zufallsbasiert. Wenn ich irgendwelche Sachen habe, die mir gerade weiterhelfen, dann ist das niemals geplant. So wie die Dekostäbe zum Beispiel. Schnell weg. Ich will ja nicht verschwenderisch sein, auch wenn ich jetzt 20 Stück habe. Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Gut, aber das war auch wieder ein Reinfall. Habe aber trotzdem noch eine Idee. Ich gehe mal wieder ganz nach oben. Na komm. Weil irgendwo hier muss es ja sein. Ist zwar auch noch der Hauptraum, aber ich werde jetzt auch hier ein bisschen besser aufpassen. Na gut, hier ist nichts. Ist einfach nur schwarze Wand. Das ist jetzt ein bisschen doof, natürlich, ne? Ich wollte das eigentlich nur im Ruckzuck fertig machen. Hier war nur. Oh, warte mal. Sieht so unscheinbar aus, ne? Aber ist es auch. Okay. Gut, dann Plan Y. Keine Ahnung. Dass wir alle Räume durchgucken müssen, das war ja von vornherein klar. Es ist nicht so einfach wie im ersten und im zweiten Dungeon. Im dritten. Im zweiten, jawohl. Im dritten haben wir sie ja sowieso alle direkt bekommen. So, hier könnte halt auch noch was sein. Da vermute ich auch noch welche. Oder eine, besser gesagt. Ich sage immer Mehrzahl. Ups. Ah, da war noch ein Schatztor. Egal, habe ich eh eingesammelt. War, glaube ich, eh nur Geld drin. Ja, okay, komm. Jungs, ihr dreht mir zwar eh nur Kacke an. Aber es nützt ja nichts. Huch. Mann! Eins und. Ah, willst du nicht mehr? Bist schüchtern? Ah, doch nicht. So, Jungs, ihr lasst mich jetzt eben ganz kurz in Frieden. Hier ist nichts. Da kann doch nicht wahr sein, was da oben denn? Nix. Ah, man sieht die Decke. Hier sind die Decken nicht so hoch. Ich hoffe übrigens, man hört meinen Stuhl nicht knarzen. Wie gesagt, er hat die besten Jahre auch schon hinter sich. Wieder äußerste Stille. Das war knapp. Kommt einfach so ein scheiß Ding auf mich zugerollt. Aber du hörst auch nichts. Also im Prinzip gehe ich mal davon aus. Oder würde ich davon ausgehen, wenn ich nicht wissen würde, dass es ein Symbol gibt, wenn man alle Skulltulas hat. Dass wir jetzt soweit alles haben, aber haben wir halt nicht. Ich muss ja noch mal eben kurz scharf nachdenken. Welchen Raum habe ich denn noch nicht betreten, wo eine sein könnte? Hier vielleicht? Irgendwie in den Krügen? Könnte sein. Man muss jeden einzelnen Stein umdrehen. Das ist das Problem an der Sache. Ich weiß auch nicht, ob das hier war, dass man die teilweise nicht hört, aber trotzdem welche im Raum sind, oder ob das in Majora's Mask war. Die Spiele sind halt oder sehen halt absolut gleich aus und können daher dann auch mal ganz leicht zu Verwechslungen führen, ne? Zum Beispiel einige Sachen, die hier möglich sind, sind in Majora's Mask halt eben nicht möglich. Wie gesagt, das mit den. Wie heißen die? Wundererbsen? Da habe ich bei einem Durchspielen habe ich auch Wasser draufgepackt, beziehungsweise wollte Wasser drauf machen, habe mir aber nirgendwo Wasser erwerben können oder es irgendwo herholen können, weil entweder gibt's Fisch oder gar nichts. Da habe ich mich schon gefragt, hä, wie gießt man die Scheißdinger denn?
Da ist mir eingefallen, ach, warte, das war ja mit Zeit. Stimmt. Ey, du hörst doch einfach nichts, ne? Das ist so kacke. Ne, hier ist auch nichts. Ne. Gut, hier ist auch nichts. War aber irgendwo auch klar, oder? Also, ich sag mal, wenn es mal schnell gehen soll, ist immer so. Na gut, wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten offen. Hier unten, hier könnte sich eine verstecken. Ja, Geld. Toll. Geld brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche Skulltulas. Also im Endeffekt, ja, gibt es auch Geld dafür. Ich glaube, das war tatsächlich eine Belohnung, einfach nur Geld. Also richtig useless. Weil wenn man Geld im hohen Gras findet, warum man das nicht nur extra als Belohnung machen? Auch wenn es ein 2-Huni-Rubin ist. Kannst du den trotzdem schneller erspielen, als, sag ich mal, 10 Skulltulas zu sammeln und dann 200 Rubine zu bekommen. So wie Taya dahin fliegt, als ob da auch noch was wäre. Ach, Taya, sag ich schon. Navi. Ich bin schon wieder im komplett falschen Spiel. Na gut, das war natürlich auch wieder ein Reinfall. Scheiße. So langsam gehen mir aber echt die Ideen aus. Ah, das nützt nichts. Ich muss irgendwie... Und zur Not benutze ich halt einen Guide. Meine Güte, dann ist das eben so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt so lustig ist. Wenn man... Oh, warte mal. Einen kleinen Versuch können die noch starten. Aber das hätte ich eigentlich auch direkt eingesammelt. Und zwar hier drin. So. Hier ist auch kein. Hier ist nur ein Herz. Ach, schön. Ein Herz für Link. Ja, kacke. Warte mal. Okay, ich benutze einen Guide. Okay, Google. Majora's Mask Skull... Ach, nee. Oh, Mann, ey. Moment. Schon wieder falsches Spiel. Ocarina of Time Skulltulas. So, goldene Skulltulas, Fundorte, Tricks und etc. Verstanden. Mhm. Jupp. Okay, ich will die Belohnung eigentlich gar nicht wissen. Über die Skulltulas. Das sind so Sachen, die interessieren mich nicht. So, Ebenen von Hyrule, Marktplatz vor dem Schloss. Mhm, auch nicht interessant. Lonlon Farm, auch erstmal soweit nicht. Fahrt zum Todesberg, ja, nee. Koronia brauche ich auch erstmal nicht. Hä, warum Hyliasee? Also es gibt vor der Höhle noch eine Skulptur, aber das gehört ja noch nicht zum Dungeon. Hyliasee, jetzt bin ich schon im Hyliasee. Was? Oh. Hab ich das geskippt? Hyrule Schloss, Lonlon Farm, Dorf Kakariko, Friedhof in Kakariko, Pfad zum Todesberg. Ja, toll, das bringt mir alles nix. Ah, hier, warte, da war was. Ne, Todesbergkrater bringt mir auch nichts, Wüste auch nicht, im Brunnen nicht, nö. Da hier, Dungeon, Dodongos Höhle. Rechts von der Eingangshalle gleich im ersten Gang leben Baby-Dodongos, die explodieren, wenn sie sterben. Direkt bei der großen Stufe auf der rechten Seite ist eine sprengbare Wand. Nutzt die Explosion? Ja, das habe ich. Im Raum mit den Donnerblumen habe ich auch. In der Grotte, die man über den Holzpfad links von der Säulentreppe erreicht. Hä? Die mit den vielen Donnerblumen? Habe ich auch. Oder? Ja, doch, habe ich. Hinter der Statue? Ne, das habe ich aber auch. Also wir lassen das nochmal eben ganz kurz Revue passieren. Dritter Stock im Raum... Ne, Dekobaum, da bin ich schon wieder im komplett falschen Dungeon. Rechts von der Eingangshalle, gleich im ersten Gang, leben Baby-Dodongos. Die explodieren, wenn sie sterben. Direkt bei der großen Stufe auf der rechten Seite ist eine sprengbare Wand. Nutzt die Explosion eines Baby-Dodongos, um die Mauer niederzureißen. Alternativ könnt ihr auch später herkommen, wenn Link Bomben im Inventar hat.
Hinter der Statue im Folgeraum hängt eine goldene Skulptur. Die hab ich doch. Wir gehen trotzdem hin. Oh, ich Trottel. Ich weiß, da ist was. Und ich weiß, da kommt auch gleich was um die Ecke. Ich renn trotzdem rein. Warum auch nicht? Was soll schon schief gehen? Ah, der Part ist auch gleich vorbei, ne? Der Part ist eigentlich jetzt vorbei. Gut. Ja, dann, würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen. Wieder so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis im zweiten Dungeon. Im nächsten Part habe ich aber safe die nächste Skulltula. Gut, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!